Guten Tag aus Sochi, wo wir uns auf den Start des großen Preises von Russland vorbereiten. Noch haben wir zwar einige Rennen bis zum Saisonende vor uns, nichtsdestotrotz erwarten wir auch heute einen spannenden Grand Prix auf der Strecke, die 2014 im Formel-1-Kalender debütierte. Das an der Schwarzmeerküste erbaute Sochi-Autodrom ist eine 5,8 Kilometer lange Strecke rund um einige der Austragungsorte der Olympischen Winterspiele 2014. Die Strecke ist, was Überholen angeht, sehr schwierig, denn an vielen Ecken ist es extrem eng. Allerdings gibt es auch viele schnelle Passagen. 56% der Strecke werden mit Vollgas gefahren. Insgesamt muss man sagen, diese Bühne ist der Formel 1 würdig. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Reden wir über Richter. Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Pitstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfach. Jeder muss während seiner Karriere mal mit Strafen und Zuverlässigkeitsproblemen zurechtkommen. Und dann musst du einfach in die Hände spucken und irgendwie da durch. Heute geht es nicht darum, ein Wunder zu erwirken und den Wagen dort zu positionieren, wo er eigentlich sein sollte. Es geht vielmehr um Schadensbegrenzung. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Vettel, Max Verstappen und Perez, Sainz Jr., Hülkenberg, Leclerc und Fernando Alonso, Ocon, Eriksson, Romain Grosjean und Hartley, Gasly, Van Dorn, Lance Stroll und Sergei Sirotkin. Magnussen, er hat eine Gridstrafe erhalten und Richter. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, a podium result could be difficult to achieve this race, so let's focus on getting a high points finish. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play F1 2018. Heute mit dem Rennen aus Sochi. Wir starten, wie angekündigt, von der letzten Startposition aus und hoffen natürlich auf ein sehr gutes Endergebnis. Ob wir das heute, oder was wir heute rausholen, oder ob wir was rausholen heute, schauen wir mal, ne? Würde man sagen, gehen wir rein ins Rennen. Beziehungsweise, wir starten jetzt erstmal mit der Einführungsrunde, bevor es ins Rennen geht. Wir müssen erstmal den Motor, die Reifen und alles auf die Bremsen auf Temperatur bringen. Magnussen jedenfalls mit einer Strafe, deswegen hätte der Aufwand ganz hinten. So, mal gucken, was wir heute hinkriegen aus diesem Rennen hier. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir durch dieses Feld da durchkommen. Wie schnell wir vorne dabei sind und wie schnell wir in Richtung der Punkte unterwegs sind. Das schauen wir mal. Oder schaffen wir natürlich gar nichts. Also ich gehe davon aus, dass wir nach dem Rennen auf jeden Fall unsere Position an der Sonne bzw. bei den Teams los sind. Aber es sind ja danach noch 5 Rennen. Aber es wird einige Stellen geben, es wird wahrscheinlich einige Möglichkeiten geben, was zu holen. Wo ist Magnussen? Mein Name fährt da und Sergei Sirotkin. Der Lokalmatador. Gut, Wetter sieht gut aus. Es macht einfacher, ein trockenes Rennen. Ausblick, glaube ich, auf nächste Woche ist Japan, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und dann geht's Richtung Saisonfinale mit Mexiko. Ne, USA, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi nochmal. Also, es gibt noch einiges zu tun. So. Jetzt schauen wir mal. Die Röcke sitzt auch in Auto auf die Position. Obwohl es jetzt so ungewohnt ist, Terror hier ganz hinten zu stehen. Hat man noch nicht. Im Red Bull.
Doch, Monaco, glaube ich. Aber egal, das haben wir jetzt vergessen. Heute ist es einfach, um Monaco zu holen. Start von Russland. Start des großen Preises von Russland. Geht jetzt los. Wir wollen erstmal schauen, wie weit wir hier nach vorne kommen. Gut, der Start ist halbwegs gut gelaufen. So, den Angriff schon gegen den Force India. Und der Gasly macht doch schon fast die Tür zu da. Pusht jetzt ein bisschen von der Strecke jetzt runter. Aber wir sind vorne dabei, nochmal für zwei Autos im Mond. Magnussen und Sirotkin haben wir schon mal kassiert. Ja, danke, Herr Gasly. Da waren wir eigentlich tatsächlich auf der Position. Komm. Markus Eriksson ist der Nächste. Da wollen wir ein bisschen besser. So, sind wir vorbei. Schon mal. Vier Autos haben wir jetzt hinter uns. Doch ein bisschen besser durchgekommen als eben. Dreizehn Runden stehen wir uns an hier in Russland. Da sind wir ein bisschen zu weit rausgekommen. Aber wir sind deutlich besser durchgekommen. 15. Also momentan sind wir auf dem Weg nach vorne. Alonso, ein McLaren steht vor uns. Die Hinterbänkler müssten uns eigentlich tatsächlich das Problem. So, anbremsen. Alonso, Leclerc, Hartley, Grosjean sind die nächsten vier. Aber da müssen wir jetzt erstmal vorbei. Ist der zweite McLaren? Ist der der muss aber entweder weit vorne sein oder ziemlich weit hinter uns sein. Ja, vor uns. Hier ist in den Punkten nämlich. Van Dorn ist es. Oh, bei 9 oder 8. Hamilton schon über die Ziellinie. Wir jetzt auch. Und dann kommen wir gut durch. So, 0,3 Sekunden, also in der Kappe, halbe Sekunde, fährt Fernando Alonso. Können wir den Windschatten mitnehmen? So, wir könnten dann viel zu spielen. Der Leclerc macht aber, nimmt aber. Okay, dann nehmen wir den Schwung mit. Gleiche Stelle wie bei Pierre Gasly. Und das war's. Mann! Ja, da muss ich aber. So, diesmal deutlich besser durchgekommen. Ja, normalerweise wäre das Rennen online, wäre das Rennen jetzt durch gewesen. Aber wir wollen ja, will ich mal was zeigen. Position ist mir auch relativ egal. In dem Moment. Ich will einfach nur jetzt mal halbwegs hier durchkommen. Ich auch euch das volle Rennen zeigen. Total auf 13. Also noch nicht ganz an dem Punkt nach zwei Runden. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir nach dem Rennen auf jeden Fall unsere Führung in der Konstrukteurs-WM los sind. In der Fahrer-WM zieht es momentan. Könnten wir trotzdem lassen. Oh, die zwei da vorne sind extrem weit weg schon, die Führenden. Das wird verdammt schwer werden, da eine Lücke da ranzukommen wieder. Voraussetzung, wir kommen jetzt mal hier durch. Boah, Alter. Hamilton beste Zeit. So. Der möchte, dass wir schon in die Box gehen. So, Führung. Momentan auf 12, also wir sind jetzt zumindest dran. In Richtung Punkte unterwegs. Grosjean und danach ist es Van Dorn. Und dann hätte man die münzen Pünktchen safe. Na, doch, so groß ist. Die ersten paar sind schon mal weg vorne. Bestzeit momentan. Das mit dem DS macht das natürlich jetzt schon mal eine Ecke einfacher. Vorbei am Haas, ohne Probleme. Und der nächste müssen wir uns jetzt mit McLaren krallen. Unser ehemaliges Team.
Ich sag ja, wir gehören auf jeden Fall dazu. 10 Runden haben wir noch. Wir hängen momentan auf 11. Also Punkte werden wir hoffentlich heute mitnehmen. Wie sehen denn immer unsere Reifen aus? Ja, wir arbeiten gerade dran, dass wir wieder für, dass wir jetzt ein bisschen mitten fahren können. Und der Bestzeit hat jetzt nicht gereicht. Ich habe jetzt nicht auf die schnellen Runden gehabt. So, der nächste soll jetzt erstmal Van Dorn sein und dann hätten wir zumindest mal Punkte sicher. Aber auch Van Dorn kann den Flügel wegen dem Auto vor ihm klarstellen. Welches das ist, weiß ich jetzt gerade aus. Sehe ich gerade nicht. Das ist Nico Hülkenberg. Und wir sind jetzt vorne. Wir haben jetzt momentan ein Pünktchen safe. Ich arbeite mich jetzt natürlich so weit wie möglich nach vorne. Wie gesagt, ich werde davon aus, dass wir hier nicht gewinnen werden. So, Flügelchen flach. Ah, es wird wahrscheinlich dazu da sein, um Hülkenberg ranzukommen. Ja, das ist zu riskant, da irgendwo reinzustechen an die beiden Renault, die vor uns liegen. Also Sainz und Hülkenberg direkt hintereinander. Von den Spitzenpiloten wird auch keiner an die Box gehen. Boah. Pandoren bleibt dran an uns. Das sind 8 Sekunden, ja gut. Das muss auch erstmal gemacht werden, ne? Dazu müssen wir aber jetzt mal an dem Auto hier vorne vorbei. Jetzt die lange, gleich die erste Variante hier, diese erste Schikane. Ja, das kannst du knicken. So, jetzt sind wir dran an ihm. So, jetzt versuche ich es halt in der langen Rechtskurve. Komm, Angriff, erste Schikane! Uiuiui. Wenn das Auto da nicht ausgebrochen wäre, dann wäre es vielleicht was geworden. Fuel is at target plus 3. Ja, ich muss natürlich jetzt pushen. Angriff gegen Nico Hülkenberg vorbei. Einfach mal kurz Überraschung setzen. So, jetzt sind wir 9. Momentan haben wir 2 Pünktchen. Klar, ich muss natürlich jetzt was versuchen riskieren. Irgendwie viel mitnehmen an Punkten. So, der nächste wird jetzt Carlos Sainz sein. Das wird hoffentlich weniger ein Kinderspiel zücken als Nico. Kriege ich denn jetzt hier im letzten Teil? Wie viele Runden haben wir noch? 8. Ja. Der Kollege ist in der Box. Wie sieht der Flügel aus? Von der rechts, ja, okay. Den Flügel können wir eigentlich tatsächlich drin lassen. War jetzt natürlich keine Absicht gegen Carlos Sainz. Wir müssen ja danach in die Box. Raikön führt jetzt natürlich. Jetzt habe ich ja Van Dorn schon wieder hinter mir. Ich frage mich, wie weit hat es Sainz nach hinten gehauen? Und hat auch 4. Das ist ja zumindest ein Traumergebnis. Aber so eher ich an dem Maconda vorbeikommen kann. Ja, das wird jetzt machbar sein. Ich versuche jetzt
Soweit wie möglich zu pushen. Also Van Dorn kommt ran an uns. Ja, wir müssen in die Box, das bringt ja nichts jetzt. Wir gehen jetzt alle in die Box, Van Dorn jedenfalls. Ich glaube nicht, dass er uns schneller arbeiten lässt. Komm, komm, komm. Na klar, die gehen alle an uns wieder vorbei. Das klappt immer mir klar. Aber ich weiß nicht, wie viele da vorne von schon drin waren. Momentan hängen wir nur auf 8. Wir müssen näher pushen. So viel wie möglich mitzunehmen. 7 und 8, das sind natürlich nicht Traumergebnisse für die. Aber da sind einige bestimmt noch dabei, die noch nicht in der Box waren. Ich glaube, da sind einige dabei, die noch nicht in der Box waren. Ich sehe da so ein Perez und so, die werden, glaube ich. Perez, glaube ich nicht, dass der drin war schon. Da waren ja auch schon noch 7 oder so oder 8. Ja, haben wir Platzierung gehalten. Mal gewinnen werden wir hier nicht. Gewinnen werden wir hier nicht. Über 5 Sekunden, das ist hinter Max Verstappen. Das war jetzt kein bewusstes Abkürzen, das war nur ein bisschen rausziehen. Ja, 5 Runden noch. Irgendwie da vorne ranfahren noch. Vielleicht knacke ich mir da vorne noch. Da sind nur 2 Autos. Sind das die beiden Mercedes direkt hintereinander vor? Das kann mir keiner erzählen, dass das die. Moment, das könnten. Ja, sind das, das ist keine Mercedes. Ich glaube, das sind die beiden Williams, oder? So, gleich Angriff auf Max. Bringt ja jetzt nichts. Ich muss ja eh was versuchen jetzt. The gap behind us is 3.7 seconds. Davor ist der Perez, glaube ich. Und das ist aber die Mercedes da vorne mit. Ich glaube, da sind 2 Autos mit dicken Problemen davor, oder? Waren die noch nie in der. Waren das 2 Autos, die noch nie in der Box waren? Perez, schnellste Runde. Jetzt fliege ich gerade mal kurz immer meinem Teamkollegen vorbei auf die 7. Angriff auf. So. Ja, Hamilton ist das davor. Den Punkt, den die Punkte noch wegzunehmen. So weit wie möglich nach vorne zu kommen. Sag ja. Den Mercedes auch noch die paar Punkte mitnehmen. Vielleicht beide vor Red Bull noch vorbei. Bestzeit. Und zwar komplett außen vorbei. Vorbei am Mercedes. Ich sag ja, der Mercedes. Hamilton hat Probleme.
Das war jetzt... Also gut, klar. Aber ich versuche es jetzt natürlich, klar. Irgendwie nur 5 oder 4 noch zu fahren. Den Perez und den Bottas da vorne noch zu kassieren. Das wäre zumindest das Ziel. Da vorne werden wir nicht mehr rankommen. Ich glaube, davor werden wir nicht mehr rankommen, was da auf 3 fährt. Also das vor uns ist jetzt Ocon und davor ist der Bottas und davor ist Perez und davor sind jemand Ferrari, aber das wird schwierig. Bestzeit. Und auch Verstappen ist vorbei. Komm, ich sag ja, 4. Platz irgendwo, da müssen wir mal so mal einen Zahn zulegen, wenn wir da rankommen. Ich kann jetzt durchgehend pushen mit dem fetten Gimmick. Ich habe ja so viel angesammelt. Das aber die Strecke braucht nicht so viel. Das wäre schon überraschend, wenn wir aufs Podium noch fahren würden. Aber meine Chance, Platz 4 zu fahren, wenn natürlich noch eine gibt. Naja. Ich sage, der Hamilton kommt überhaupt nicht mit. Der muss jetzt aufpassen, dass er nicht gleich noch auf Hülkenberg geschnupft wird. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht von unserem Teamkollegen noch geholt werden. Ja, der Verstappen hat uns jetzt. Ich komme überhaupt nicht ran an die Schung. Und damit hat der Bottas einen Verbremser drin gehabt, dass er sich den Ocon jetzt aufgehalten hat. Die späte Rache für Monaco, liebe Leute. Könnte jetzt kommen. Den Bottas, den Ocon Platz 4 wegnehmen. Oh, die Variante musste ich probieren. Weil das hätte mich böse ins Auge gehen können. Ich versuche es ja gerade, wie gesagt, der zweite Mercedes ist mir auch ein Problem, hat auch ein Problem. Die Führung, wenn wir mal die Ferrari verliert, aber zumindest noch mit 12 und 10 Punkten, 22 Punkte könnten wir holen. Die werden wir, wie gesagt, verlieren, weil Vettel oder Räikkönen das Rennen gewinnen wird. Ein Auto möchte ich noch haben. Das ist der Mercedes hier vor mir. Sei denn, da vorne fällt noch einer aus. Dann hätten wir sogar ein Podium. Aber die Chancen sind sehr gering, dass es was wird. Mit Tony Führung auf eine halbe Sekunde runtergezogen. Und der war jetzt fast ab mal vorbei an. Hallo Con. So, dann haben wir kurz den Bottas den Weg zugemacht und damit sind wir auf 4 und damit wäre ich erstmal froh über. Ob wir jetzt da vorne noch rankommen, das wird eine andere Sache sein. Nee, das wird wahrscheinlich nie machbar sein. Aber wenn wir den Perez noch einholen sollten, wären wir dann 6 Sekunden, hey, schaffe ich nicht. So viel schneller bin ich auch nicht. Mein Ziel ist es jetzt erstmal hier diesen 4. Platz und diese 12 Punkte zu verteidigen. Mehr war einfach heute nicht drin. Der Abstand ist zu groß da vorne. Ich hoffe, dass sich der Perez zumindest den 2. Platz auch irgendwie organisiert.
Oh, heute habe ich den Bottas direkt an der Backe kleben. Anbremsen. Vom Tunnel. Und dann haben wir noch eine Runde. Ja, Vettel, Räikkönen. Und dann... Wie die Mercedes sollte man tatsächlich noch einige Punkte gemacht. Nee, wird nicht sein. Ja, der hängt nämlich direkt hinter dem... Und da flog ein Flügelchen von Bottas. Ich wollte sie nur blockieren. Ich wollte ihn nicht vorbeilassen da. Jetzt noch ein Ausfall von einem der drei da vorne. Das wäre ein Traum. Ja, wir kommen ja nur minimal ran. Also die drei da vor mir, die werde ich... Der... Ah, keine Chance. So, die Glücke jetzt wieder aufs Wort. Das wird jetzt auch was größer, Gott sei Dank. Aber von 20 auf 4 ist auch erstmal aller Ehren wert. Das muss man auch erstmal schaffen. Das kann auch sehr, sehr klar, wenn wir wahrscheinlich das Rennen gewonnen hätten. Wäre es auch schöner gewesen, wieder die Wärmführung sind mal los. Die werden wahrscheinlich mal die Ferrari abtreten müssen. Das ist, glaube ich, soweit klar. Glückwunsch an Sebastian Vettel auf jeden Fall. Und damit reißt unsere kleine Podiumsserie. Er war nicht drin. Top job, my friend, top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you pulled through. Thank you. Na, schade, wie gesagt, es wäre deutlich was drin gewesen. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Die drei waren für mich nicht zu schlagen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Richter. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari hat die Führung in der Rangliste übernommen. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ja, schade. Also wie gesagt, wir waren heute leider nicht drin. Es waren halt nur diese 12 Punkte. Aber von 20 auf 4 zu fahren erstmal, oh, okay. Hamilton nur auf den 9, von 1 auf den 9 gefallen. Also der kam überhaupt nicht zurecht auf der Strecke. Aber wir haben die schnellste Rennrunde gefahren. Das ist das Gute. Wir haben Perez die schnellste Rennrunde nur abgenommen. Oh. Naja, keine Chance da vorne ranzukommen. Aber trotzdem starkes Rennen, gutes Rennen gefahren. Team Zipter, unser Teamkollege. Sind also immer noch 18 Punkte, die wir geholt haben. Ich hatte gehofft, dass er vorbei... No, dass die beiden auch am Bottas vorbeifliegen. Naja. Nächste Rennen wird besser. Nächste Rennen dürfte Japan sein. Wie gesagt, ich müsste eigentlich auf den Plan kommen. Es müsste Japan sein. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Ja. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Die Meisterschaft scheint so gut wie gewonnen zu sein. Glauben Sie, es besteht noch eine Chance auf dramatische Wendungen?
Genau so ist es. Es ist vorbei, wenn der Pokal... Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? So, was soll ich denn sagen? Klasse, das war dann alles. Ich muss ja irgendwas dergleichen sagen. Das war, glaube ich, so noch das harmloseste. Ja. Gucken, was halt im nächsten Rennen drin ist. Leider war er nicht drin mit der Podiumplatzierung. Schade. Schade. Wenn im Rennen 5 oder besser, das ist gut. Deswegen sind wir auch, bin ich froh, dass wir heute den vierten Platz auch gut haben. Gute Arbeit. Genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. Oh, Vertragsverhandlung. Je mehr du als Fahrer geschätzt und geachtet wirst, umso besser sind deine Chancen während Vertragsverhandlungen. Um dir den Respekt des Fahrerlagers zu verschaffen, musst du saubere Rennen fahren und gleichzeitig gute Ergebnisse erzielen. Wenn du dir allerdings Warnungen und Strafen seitens der Rennleitung einfängst, verlierst du an Respekt. Achte also auf dein Fahrverhalten. Es wird für uns Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Hier siehst du die aktuellen Angebote. Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. Du kannst zwar das aktuelle Angebot annehmen, aber ich empfehle dir wärmstens, bessere Konditionen auszuhandeln. Von hier aus können wir das Team ändern, mit dem wir verhandeln. Es gibt schließlich keine Regel, die besagt, dass du immer für dasselbe Team fahren musst. Wenn du hier ein Team auswählst, werden dadurch nur die Verhandlungen beeinflusst. Ja. Der tatsächliche Wechsel erfolgt immer erst an dem Rennwochenende, das der Vertragsunterschrift folgt. Okay, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Der Vertrag wird also mit dem Rennen am nächsten Wochenende in Kraft treten. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Das nächste Rennwochenende, wie gesagt, dürfte Japan sein. So ist es. Und da sehen wir uns am Freitag erst wieder. Bis dann und tschüss.